Na, da bin ich mal gespannt, was uns da jetzt wirklich erwartet. Verschiedene Schwerter. Possible after all the weird stuff we've seen happen? Not the possible. And also dumb. Dude, what? But I can always just add this one to the pile. Another lawn moment? So how many am I up to now? These symbols seem to be earth, water, fire, and wind. It's the four elements. That's the right. You the know your stuff. Our mom taught us about them when we were... Rain, you remember? Huh? No, I just... Where did that come from? Maybe you've been to here. Or it could be your mother is somewhere close by. Really? Hey, I said the maybe. Oh. Well, yeah. Of course. So what's up with the four symbols? They're probably the tied to what we call a quadrelements barrier. Each element is defended by its own, the separate mirage. In other words, we're dealing with at least four different mirages. You the got it. All right then, let's track them down and... Hey Rain, what's wrong? Huh? Yeah, we need to find the mirages guarding the four elemental locks. She wasn't even paying attention and still summarized it better than me. You do kind of have a habit of branching the off on tangents. Yep, those lawn moments are really piling up. Shall we? Let's shall. You know, I want to inspect this pile. Oh, don't even bother. It's so the deep you'd this never place, be able to see it all. I know I remember it. Piles aren't deep, they're tall, but right? When could I have possibly come here? All a matter of perspective. Ihr müsst die Mirage besiegen, die die Tetra-Elemente. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir alle vier Mirages besiegen und das wird bestimmt nicht lustig. Wait. Hey Rain. Don't these kind of remind you of the keys we collected? What? Yeah, you're right. Maybe the keys keep them from falling into the wrong hands? Oh, dude! I've got the right hands! I'm so worthy to use them! Cut me some slack, sword! Weird. Are these weapons even meant to be used? Given their size, it does seem kind of the strange. You do have a point. Even Cloud would have trouble swinging around one of these. And look, they have the same light as the quadrelements barrier. It's possible that they're locked down by the same forces. Then I guess, first we'll have to deal with those four elemental locks. All right, let's get this show on the road. Ja, aber wie? Ich dachte, jetzt müssen wir die Schwerter anklicken oder so. Man kann nichts machen mit denen. Ich habe noch Angst. Ich habe noch ein bisschen Angst. Wir können da wirklich nichts machen. Ha. Okay, ich nehme einfach mal den Spaßkristall hier. Und wir schauen, wo wir hinkommen. Waren wir hier schon mal? Ich bin mir... Waren wir hier schon mal? Sieht stark danach aus. Hm? Aber wenn wir hier schon mal waren, warum sollen wir hier wieder hin? Warum sollen wir da denn wieder hin, wenn wir da schon mal waren? Ich bin ein bisschen verwirrt. Genauso scheinbar wie... Waren wir auch schon mal hier? Hier waren wir doch auch... Waren wir hier schon mal? Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher, ob wir hier schon mal irgendwie waren. Ich gehe jetzt einfach mal den Weg hier runter. Ich weiß nicht, vielleicht führt uns das zu irgendeinem Mirage hin oder so. Ich habe keine Ahnung.
Hm? Hm. Hm, 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 hm. Ich spüre das Ganze mal wieder vor. Weil kleine Dinger wollen wir nicht unbedingt sehen. Gupo. Alter, da überlebt der Frosch da auch noch. Ich beantworte einfach noch nicht die Frage, wo wir jetzt hier sind oder was wir jetzt hier machen sollen. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir irgendwie angegriffen werden oder so, aber nichts. Hm. Nichts. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir hier gerade irgendwie richtig laufen oder so. Ich dachte, ich muss noch irgendwo, ups. Ich überprüfe die, nee. Warte mal, Abenteuer-Logbuch. Ich muss da nochmal gucken. Erstaunt betrachteten die Zwillinge die geheimnisvolle Treppe, als eine Frau in der Maske vor ihm erscheint und ihnen eröffnet, dass es am Ende dieser Treppe Rosanna Farana finden werden. So schnell wie sie, ja. Das ist Neuwaldbergen, das Mädchen namens der... Besiege die Mirage, die Tetra-Elemente Barriere bewachen. Ja, aber wo finde ich die? Von Weitem. Aha, ja, aber da steht leider nichts davon. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir irgendwie hier hardcore kämpfen müssen oder so, aber irgendwie... Irgendwie nicht. Ist alles das, wo wir schon mal gewesen waren. Ladies and dummies first. Ich habe gerade gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau, was uns erwartet. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, da oben können wir irgendwie kämpfen oder so. Aber irgendwie nicht. Hm. Ich guck da gleich nochmal hoch. Wir müssen doch da oben irgendwas anklicken können. Habe ich irgendwas übersehen? Ja, wie gesagt, das hier ist alles nur der Weg, wo wir meiner Meinung nach schon mal waren. Kann sein, dass ich mich täusche, aber ich glaube nicht. Wir gehen den Kristallturm jetzt ja wieder komplett runter. Das ergibt ja keinen Sinn, wenn wir den wieder runtergehen. Gibt ja keinen Sinn, wenn wir runtergehen, einfach nur. Müssen wir leider so. Alter, aua. Tat er sogar weh. Alter, der macht Damage. Und sein scheiß Gravitationskonter. Ja, von mir aus Treibsand. Ich spule das Ganze ein bisschen vor, weil ich will jetzt erstmal herausfinden, was hier überhaupt Sache ist. Was zur Hölle ist hier eine Sache? So, der erste ist tot. Mach ich einfach 1000 Stacheln. So. Entschuldigung. That was a good fight. Meiner Meinung nach laufen wir einfach den ganzen Weg wieder zurück. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, ob ich mich hier jetzt wirklich vertue oder was mir nur so vorkommt, aber ich bin der Meinung, wir laufen gerade den ganzen langen Weg wieder zurück. Oder wir laufen... Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Müssen wir uns überraschen lassen. Dude, it's on. Let's make this good. Da müssen wir uns wohl übel überraschen lassen. Nicht wirklich viel abgeballert.
werden geschüttelt. Müssen wir einfach so wieder weiter angreifen. Mann, diese blöden Dinger nerven wirklich. Diese Sandwurm-Scheiße. Außerdem machen die wirklich sehr viel Damage. Brechen sowieso gleich auseinander. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, den jetzt... Alter, natürlich verfehlt, natürlich. Noch sind wir nicht auseinandergebrochen. So, 10.000 Stacheln. Natürlich haben wir ihn nicht getötet. Bam, schon sind wir auseinander. Nee? Wirklich nicht? Jetzt aber. Immer noch nicht. Wir halten uns wacker. Wir haben uns wirklich wacker gehalten. Aber das hilft uns trotzdem immer noch nicht weiter, wo wir jetzt hier und was wir jetzt und... Ich bin verwirrt. Da ist ein Kristall, der bringt uns dann rüber in die Mitte. Also wirklich, ich weiß. Das gibt's doch gar nicht. Ach komm, das ist doch doof. Ich teleportiere mich jetzt erstmal wieder an den Anfang des Dungeons zurück, dann können wir uns nämlich wieder hoch teleportieren, weil das bringt nichts hier unten jetzt rumzulaufen. Das hilft uns gar nicht weiter. Ach, das ist jetzt der Anfang des Dungeons. Schön. Da muss das doch irgendwo was geben. Ich muss irgendwo was übersehen haben. Ich speichere nochmal schnell. Ich muss irgendwo irgendwas übersehen haben. Ich habe keine Ahnung. Hä? Warum kann ich hier nichts machen? Oh, ich verstehe das nicht. Komm. Was ist denn das für ein Mist? Ich soll die Dinger besiegen, aber hier sind keine. Gegen wen soll ich denn kämpfen? Gegen den Schnürschuh-Weihnachtsmann oder? Was soll denn das? Müssen die mir doch irgendwie auch die Gegner zur Verfügung stellen. Damit ich sie besiegen kann, diese Gegner. Ansonsten kann ich diese Gegner, die sie mir ja nicht zur Verfügung stellen, nicht besiegen. Verstehe ich nicht. Okay, ja. Keine Ahnung. Leveln wir hier und dann gucke ich nachher im Internet nach oder so. Keine Ahnung. Ich weiß, ich habe wirklich keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Ich bin der Meinung, dass wir da lang müssen, aber das Spiel sagt nein. Also müssen wir da doch nicht lang und... Ich meine, hier sind ja andere Mirages. Hier sind auf jeden Fall andere Mirages. Also muss es doch da irgendwie weitergehen, oder nicht? Da doch richtig und müssen einfach nur ganz weit runter gehen. Hier sind jetzt ja diese Feuermirages. Bei den anderen war halt Erde, die Sandwürmer und so. Die können ja doch einen Hinweis geben oder nicht. Ich gehe jetzt einfach den ganzen Weg. Keine Ahnung, wie weit wir runterkommen oder wie weit wir runtergehen müssen überhaupt. Aber es scheint ein sehr langer Weg zu sein. Oh, ganz kirre, wenn man nicht erklärt bekommt, wo lang.
Schön, dass du einfach wieder niemanden getroffen hast. Spule ich alles wieder vor. Ohne Vorspulen bringt's nichts. Dann dauert das wirklich ewig, dieser dämliche Kristallturm. Ich möchte wieder in meine normale Welt zurück. Der Kristallturm nervt. Erstmal ist er ultra lang und dann ist er ultra von Monstern besetzt und ich kann ihn einfangen. Nehmen wir den mit. Weiß nicht warum, aber wir nehmen ihn mit. Vielleicht nehmen wir ihn auch nicht mit. Letzter Versuch, ansonsten töte ich. Gut. Wir dürfen den auf jeden Fall nicht einfangen. Na endlich. Ich glaube, das ist die Entwicklung der der Duo-Hydra oder wie die hieß. Der Zweikopf-Echse. Gehe ich mal stark von aus. Ist doof, dass ich das jetzt auch alles so vorspulen muss, ja, sag ich doch. Diese drachenartige Mirage verfügt über mehrere Köpfe, die alle verschiedene Sorten von Feuer spucken. Da dürfte für jedes Grillgut die richtige Temperatur dabei sein. Ja, aber... Ich glaube nicht, dass wir den brauchen. So, hier kannst du behalten. Ich glaube nicht, dass wir den brauchen. Den habe ich jetzt einfach reingefangen, weil die Möglichkeit da war. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwelche Endgegner oder... Ich bin zu ungeduldig für die Endgegner oder so. Aber jetzt den ganzen Turm wieder runterlatschen, da kriege ich einen Vogel bei. Also wirklich, das könnt ihr doch nicht machen. Zumindest denn nicht, dass sie weiterhin von den Monstern angegriffen wird. Schon wieder so eine Würmer. Ich hasse die Würmer. Aquagole. Also wir sind jetzt eindeutig in der Wasserabteilung dann. Gerade eben waren wir Feuer gewesen mit Hydra und den Feuerbällen. Toll, der sowieso kein Damage braucht. So. Wirklich so ein langwieriger Weg. Aber scheinbar müssen wir wirklich den ganzen Weg gehen. Oh, den ganzen Weg. Ist doch genauso aufgebaut wie auf der anderen Seite irgendwie. Na, gehen wir mal einfach. Ich weiß es nicht. Dann hätten die den Turm anders aufbauen müssen. Wenn der genau gleich aussieht wie beim Hochlaufen. Wenn wir wenigstens sterben können. Können wir erstmal hier. Alter. Oh, ist das langwierig, dieser Kristallturm. Ist das hier der Endkampf oder was? Alter, wie viele Folgen wir schon in diesem Kristallturm rumhängen. Gar nicht mehr rauskommen und nichts anderes mehr machen als diesen Kristallturm. Oh. Dann können sie doch nicht so langwierig gestalten. Wenn man wenigstens sagen könnte, man könnte die Mirage ausschalten, dass man nicht die ganze Zeit angegriffen wird. Brechen sowieso gleich auch noch auseinander. Aber vorher sterben die. So. Ganz schön, so ein Kampf dauert ewig. Man ist ja schön zum Leveln, aber weiter. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich hier alles falsch mache. Hier sind wir jetzt wieder beim Speicherort. Ah, da. Oh, da ist ein Mirage. Tatsächlich. Also sind wir in einer Parallelwelt oder so. Ich hab keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall jemanden, den können wir angreifen.
Ja, da sind zwei, die können wir angreifen. Okay, die beiden sehen aber recht gruselig aus. Vorher machen wir nochmal... Jetzt habe ich Angst. Jetzt will ich nicht mehr gegen die Großen kämpfen. So, hier können wir noch... Fügt allen Gegnern Blitzschaden zu. Sehr gut. Wichtig. Weiß nicht warum, aber... Na gut, wir haben jetzt Wasser. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Alter... Ifrit, du kannst doch bestimmt auch was. Irgendwas musst du doch können. Lässt nach erlittenen Schaden manchmal mit Feuer kontern. Ja, nicht unbedingt. Machen wir erstmal Volltreffer. Vielleicht kriegen wir dann eher ein paar Volltreffer. Ansonsten können auch gucken, ob die Kaktoren irgendwas Niedliches können. Ausweichen, Präzision. Ausweichen, ja. Da oben das Ausweichen. Hier ist noch den letzten und dann... Mehr Stacheln. Oh, das können... Ah, können wir uns leider nicht leisten. Verdammt. Oh, schade. Naja, machen wir das. Schade, ich dachte, wir könnten uns diese mehr Stacheln noch leisten. Gut. Ansonsten ist mir alles relativ egal. Cerberus ist unser XL-Mirage.